Hey und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch etwas vorstellen und präsentieren, was mindestens genauso viel Fahrspaß bringt wie ein 911er. So, jetzt geht es los. Und zwar, ich rede von einer Simson Schwalbe KR51 Baujahr 64. Das ist unser, ja, wie soll ich sagen, nettes Service Shuttle, unser schnuckliges Service Shuttle. Damit kann ich schon mal Leute abholen, die weit weg geparkt haben und die jetzt 2 Kilometer zum Fahrerlager laufen müssten, gehen müssten. Die kann ich damit abholen. Und ich habe auch schon mal meinen Bruder damit abgeholt auch. Und ich glaube, wir sahen auch aus wie so 2 Kriminelle auf dem Teil. Deswegen hat uns, glaube ich, auch keiner mehr kontrolliert beim Eingang vom Hockenheimring. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Die Schwalbe stand jetzt ungefähr ein Jahr durch die Rennpause auch. Wir hatten zwar natürlich hier und da mal ein Training in Hockenheim mit Pistenclub, aber da nehme ich die Schwalbe nicht mit. Die kommt nur zu den Rennwochenenden mit, wo wir auch wirklich abends grillen. Und dann fahre ich mit der mal nach Hockenheim und kaufe mir der extra ein. Gerade im Fahrerlager ist man nicht so mobil mit den Autos, es ist immer eine riesen Zirkelei und da ist das natürlich sehr cool und kultig, wenn man sowas hat. Jetzt würde ich euch gerne mal zeigen, ich habe die neulich versucht zu starten, da kamen nur Fehlzündungen und auch das Gas wurde nicht richtig angenommen von ihr. Und letztendlich ist sie dann nachher ausgegangen. Als allererstes und auch das Einfachste würde ich mal sagen, habe ich die Zündkerze rausgeholt. Da nimmt man einfach diesen Stecker ab. Und nimmt bitte natürlich auch einen passenden Zündkerzenstecker, dreht die Zündkerze raus. Und bei mir war das jetzt so ganz einfach, ehrlich gesagt. Die war verölt und auch ganz nass. Ich habe die sauber gemacht. Man kann dafür Bremsenreiniger nehmen, eine gute Bürste, ein gutes Handtuch sauber machen. Einfach auch die Gewinde schön sauber reiben. Wenn die Zündkerze länger draußen bleibt, bitte einfach vielleicht ein kleines Tuch auf das Loch legen, damit auch kein Dreck in den Zylinder, in den Motor reinkommt. Ansonsten beim Wiederreindrehen der Zündkerze bitte vorsichtig sein. Man kann zwar eine Knarre nehmen, aber die ersten Gewindegänge würde ich von Hand reindrehen, weil gerade da will man ja nicht das Gewinde kaputt machen. Und auch da ist es wahnsinnig ärgerlich, wenn man ein Gewinde nachschneiden müsste. Das nächste bei der Schwalbe, was ich geprüft habe, ist, und zwar ich habe hier den Kasten abgebaut, da kommt man dann sofort auf den Motor und man hat einen Blick auf den Vergaser, man hat natürlich auch einen Blick auf den Luftfilter und da habe ich auch gesehen, dass die Gummimuffe vom Luftfilter einen Riss hatte, somit konnte die Schwalbe nicht richtig Luft anziehen und auf jeden Fall auch keine saubere Luft und daher habe ich auch noch den Luftfilter gleich erneuert. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob die läuft. Das ist jetzt natürlich ein Kaltstart, dafür ziehe ich auch den Kaltstarthebel. Vorführeffekt ist natürlich, dass es sofort anspringt und was ich bei den Schwalben noch sagen muss, ich fahre dann 1:50 Gemisch und ich glaube, es ist wichtig, also natürlich, das war jetzt nur ein Testlauf, normalerweise, wenn man mit der fährt, würde ich den Benzinhahn zudrehen und sie noch ein bisschen laufen lassen und dann erst ausmachen, weil es natürlich ein altes Modell ist und damit eben die Zündkerzen nicht zum Verölen neigen, würde ich eben den Benziner zudrehen und dann langsam ausmachen. So, das war heute mal ein Video über mein erstes Video über die Schwalbe. Im nächsten Video würde ich euch gerne zeigen, wie man Stoßdämpfer noch wechselt. Die würde ich gerne mir mal noch anschauen. Vorne, hinten. Dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich mal nachschauen lassen will. Und vor allen Dingen muss ich noch die Hupe kontrollieren. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Hupe geht auf jeden Fall nicht.
Und vielleicht habe ich Glück und es liegt nur an der Batterie, aber die Hupe ist auf jeden Fall ganz wichtig. Gerade wenn man durchs Dorf fährt und man kennt Leute, muss man die ja anhupen, damit man die grüßen kann. Gut, das war heute mein erstes Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.